Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier beim WurmTV. Ja, moin Leute, willkommen zurück beim WurmTV. Wir hatten ja im letzten Video den Versuch gestartet, unsere Würmer in handelsübliche Baumarkterde umzusetzen. Das Ganze werden wir jetzt einmal gucken, was das hier so bringt, ne? Oder was daraus geworden ist bis jetzt. Das ist jetzt knapp eine Woche her, wo ich das gemacht habe. Und wir werden jetzt gleich einmal schauen, was daraus geworden ist, wie sich die Würmer verhalten, ob sie überhaupt noch leben. Ich habe zwar jeden Tag mal reingeschaut, aber wie gesagt, das möchte ich euch nicht vorbehalten. Und wir haben heute auch noch ein bisschen mehr. Ich habe hier so ein bisschen was vorbereitet. Hier unten steht was, hier steht was, hier steht was. Ja, es ist einfach im Moment sehr viel, was wir hier vorhaben. Aber das zeige ich euch einmal jetzt. Und zwar würde ich sagen, ich schalte einmal um. Ja, ich tue das schon mal hier runter. Das zeige ich euch jetzt gleich, was das ist. Und dann würde ich sagen, ich schalte einmal um nach unten die Kamera. Und dann werde ich euch alles weitere erklären. Bis gleich. So Leute, willkommen zurück. Ich habe die Kamera einmal umgestellt. Wir haben jetzt einmal hier unsere Würmers, ne, die wir letzte Woche ja umgesetzt haben in Naturerde. Ich mache das Ganze mal auf. Der ein oder andere sieht schon, Erde ist immer noch genauso. Aber was ich sehe, wo ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass die Würmer diese Erde schon bearbeitet haben. Und zwar das den Hintergrund, dass diese Seite hier, die ist abgeflacht nach unten. Ne? Wenn man das mal hier so reinschaut, sieht man, dass diese Seite hier flacher ist wie die. Also haben die Würmer schon die Erde bearbeitet. Wir werden jetzt einmal hier durchgehen, kurz, vorsichtig. Ich möchte ja natürlich auch kein Würmchen beschädigen. Ne? Mal zu gucken. Oh, da ist einer. Ne? Hier ist ein Würmchen. Na, der schläft noch, Würmchen. Würmchen schläft noch. Dann gehen wir mal hier rüber. Und schauen mal hier durch, was das hier so gibt. Ich habe eins schon festgestellt bei den Sachen hier. Oh, der ist ganz agil hier. Also wie gesagt, die Würmer leben, Leute. Ja. Springwurm. Hier haben wir einen Springwurm. Na, na, komm her jetzt. Das ist das Würmchen. Also die Würmer leben noch, Leute. Na, man sieht es hier. Würmchen lebt noch. Na, die fühlen sich hier wirklich ganz wohl in der Erde. Also ist nichts irgendwie... auch wenn ich hier mal ein bisschen weiter runter gehe, nehmen wir mal so ein paar mehr. Ne? Hier. Also und auch hier, die Würmer leben noch. Ich habe aber eins festgestellt, dass diese Erde, ne, diese Erde muss öfters angefeuchtet werden, wie die Wurmerde, die ich habe. Aber das ist nicht so schlimm, wenn wir die immer mal anfeuchten müssen. Ne? Wenn ich mal hier so reingreife, ja, müssen wir mal heute wieder anfeuchten, mache ich gleich offline, dass die ein bisschen feucht sind. Aber Leute, die Würmer haben echt jetzt eine Woche da drin überlebt. Ich habe ein bisschen Futter reingemacht. Ja, und wie gesagt, die Würmer leben. Okay, nehmen wir das mal an die Seite. Ich habe nämlich noch was anderes. Und zwar möchte ich meine Würmer umziehen lassen. Genau, unsere Würmer werden umziehen. Ich gehe erstmal hier rüber. Und zwar habe ich hier zwei schöne Boxen gekauft. Ne? Wenn der ein oder andere das sieht, ich mache das mal hier so ein bisschen höher. Ne? Das sind zwei identische Boxen, die wir hier haben. Größere Boxen, vor allen Dingen durchsichtig, dass man auch reinschauen kann, was die Würmer so machen. Weil ich habe noch das ein oder andere vor, damit was man damit noch machen kann oder dass man die Würmer auch beobachten kann. Das, wie gesagt, das sind die zwei Behälter, wo unsere Würmchen reinziehen werden. Und jetzt habe ich mir was überlegt. Und zwar muss ich ja die Würmer aus dem alten Behälter rauskriegen. Die stehen übrigens auch hier unten. Da unten stehen die. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich nicht wieder stundenlang Kokons suchen muss. Versuche ich es einmal. Ich habe mir hier so ein Nudelsieb gekauft. Klein, engmaschig, weil ich das nächstgrößere, da waren die Löcher zu groß. Da würden die Kokons durchfallen. Deshalb probiere ich das einmal mit dem hier. Ja, Leute, das wird aber offline passieren, dass ich die Würmer umsetze. Ne? Also wie gesagt, wir haben hier die
neuen Behälter. Ne? Und hier ist der alte Behälter. Und wenn man sich jetzt mal den Größenvergleich anschaut, wie groß das hier ist, dann ist das schon immens. Ne? Was die Würmer, die haben dann auch mehr Platz hier drinnen, ne? Raus aus dem Kleinen. Was machen wir dann mit diesen Behältern? Wir haben jetzt zwei Stück davon. Ich habe mir überlegt, dass wir da drinnen unsere Coupons weiterziehen, dass wir immer wieder die Coupons da reinmachen. Wir haben natürlich den anderen Couponbehälter noch. Der kommt natürlich auch in den nächsten Videos wieder mit vor. Was ist aus den Würmern geworden, die wir da reingesetzt haben? Ich sage nur so, Leute, boah, Wahnsinn, wie schnell sich Regenwürmer vermehren können. Unglaublich. Ne? Wie gesagt, jetzt erstmal umsetzen von den zwei Behältern in diese Behälter. Mit Wurmerde natürlich, weil das andere Experiment behalten wir noch dabei. Und dann sehen wir uns hier bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, Leute, würde ich sagen, tschüss.